Ja, hallo liebe Freunde, zurück bei Transportfieber, hier wo Mike spielt. Ja, und wie ihr wahrscheinlich schon erraten habt, wir sind in Zürich. Und zwar aus einfachem Grund, wir haben ja hier in der letzten Folge noch die Schnellzugstrecke begonnen zu bauen. Schauen, der ist wieder voll. Ich möchte mal schauen, wie die Linie sonst hier funktioniert. Ja, die ist eigentlich durchgehend voll, so wie das aussieht. Wir könnten aber wahrscheinlich über eine Zugverlängerung mal nachdenken. Ja gut, von hier haben wir jetzt nur noch 73 Passagiere. Gut, wir warten hier mal noch. Ja, jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo ich hier stehen geblieben bin. Wir folgen einfach mal dem Gleis hier. Da sind wir rüber. Ah ja, hier an Stuttgart vorbei. Den Hügel bei Paris. Hier sind wir bei Radis, genau. Ah, hier geht es ins Tunnel rein. Ja, ich glaube, da sind wir stehen geblieben. Ja, dahinter kommen wir nämlich noch nicht raus. Nehmen wir hier mal wieder das 250 km/h Gleis. Ja, die wahrscheinlich schon länger zusehen, werden wahrscheinlich bemerkt haben, unten bei dem Geldbetrag, dass wir hier ein bisschen mehr Geld verdienen. Das hat einen einfachen Grund, ich habe die Güterzuglinien ein bisschen optimiert. Dahingehend, dass sie auf dem Hin- und Rückweg Sachen transportieren können, was zur Folge hat, dass man natürlich besser, ja, dass die Züge besser rendieren. So, jetzt gehen wir hier einfach mal in die Richtung weiter. Passt das? Nee, müssen wir dahin gehend hinbauen. Deshalb gehen wir hier noch ein bisschen in die Richtung. Dass wir irgendwie hier rauskommen. So, wir kommen hier noch auf eine Brücke. Ja, das geht gerade noch so. Dass wir hier nämlich noch rüberkommen. Da haben wir hier ein ordentliches Tunnel. 52. Ja. Hier schon bitte anlegen. Cool, das Tunnel hier so im Wald drin. Hat schon was. Das passt mit den Bäumen. Ne, da haben wir keine Bäume auf dem Gleis. Gut. Dann sind wir in Hohenburg. Wir müssen nach da hinten. Das heißt hier an diesem Städtchen vorbei. Wir könnten hier sogar noch ein bisschen lang in die Richtung düsen. Vorne haben wir eh wieder eine Straße. Eigentlich, wenn es geht, wieder auf eine Brücke kommen. Das ist wieder mehr eine Abschussrampe als eine Brücke.
Aber so würde es gehen. Sieht doch schon etwas besser aus. Gehen wir hier so lang. Bisschen an der Stadt vorbei. Dann hier noch das Standardportal. Das gefällt mir dann doch schon eher nicht mehr. Hier sollen wir einen Schnellzug-Tunnel haben. Das Röhrentunnel. Gut, dann wären wir hier bei Hohenburg heißt das Teil. Ja, jetzt steuern wir hier geradewegs noch auf eine Fabrik zu. Werden wir irgendwie auf der Seite hoffentlich vorbeikommen. Ja, da haben wir die 250. Haben wir hier. Und die sind wir hier außen lang. Und ich würde sagen, wir gehen hier vielleicht so außen rum, dass wir hier so durchgehen. Da haben wir wieder eine Straße im Weg. Jetzt einfach wieder eine Brücke. Dass wir hier nämlich noch unten durchkommen. Hier wird es wahrscheinlich wieder in den Tunnel reinführen. Machen wir hier nochmal das Röhrentunnel. Hier geradewegs wieder auf den Brücke rauf. Dass wir hier ein bisschen runtergehen. Müssen wir wahrscheinlich da vorne noch unter der Straße durch. Mit einem Tunnel. Oh, das gibt aber ein riesenlanges Tunnel jetzt. Hey, hallo. Das sollte ja eine Kollision geben. Wir bauen zuerst hier mal das Gleisvorfeld hin, würde ich sagen. Das wäre nämlich etwa die Mitte hier. An der Stelle. Können wir schon ein bisschen temporeduzierteres Gleis nehmen. Vielleicht die 160er. Die haben noch die Holzschwellen, okay. Können wir nicht die hier vielleicht verwenden mit? Die haben wenigstens schon die Steinschwellen drin. Gefällt mir optisch irgendwie ein bisschen besser.
Machen wir sie möglichst parallel hier. Können wir nämlich das dazwischen irgendwie glätten. Sieht doch schon organischer aus, das Ganze. Bitte folgen. Dann haben wir hier noch die beiden Gleise. Mal bis. Yay. Wir müssen mit denen eigentlich schon relativ schnell mal hier rüber. Wieso? Dann hoffe ich, dass hier geht da drüben auch noch. Funktioniert ja wunderbar. Ja, das geht ja wunderbar hier mit dem Gleisvorfeld. Die beiden habe ich jetzt aktiviert. Könnte man auch noch. Die beiden. Die hier ebenfalls. Die Signale werden wir nachher machen. Jetzt machen wir erstmal die Strecke hier fertig. Können wir nämlich schon mal ja, die Strecke einzeichnen. Dann nehmen wir vielleicht mal die Gleise hier. Aha, das sieht man schon, wir sind viel zu weit oben. Da kann ich jetzt gar nichts machen. Das heißt, ich muss hier nochmals das Gleis nochmal wegreißen. Sondern wir setzen das mal direkt zusammen. Jetzt habe ich wahrscheinlich eh doch das falsche Gleis. Genau. Es ist das falsche. Hier habe ich das zweite Gleis gelassen. Aha, da vorne. So, haben wir hier jetzt wieder das Portal. Das könnte mir schon das hier sein. Gut, jetzt können wir das nämlich mitnehmen. Das hier ranhängen. Jetzt haben wir hier echt wieder das Falsche. Gibt's ja nicht. Jetzt habe ich wieder das Teil. Ich wollte nicht dieses Teil. Ich möchte das hier. So. Sollte das nämlich auch klappen, dass er nämlich das Portal übernimmt. Gut. Jo, dann fehlen uns jetzt hier noch die Signale. Dann werden wir mal das hier verwenden. Gibt es gleich mal hier noch bei der Tunneleinfahrt zwei solche Signale. Hier machen wir es ganz einfach hier wieder bei den
Ausforten, ich spiele Bahnhof einforten. Sie sind jetzt wieder nicht schön parallel. Die werden schon ein bisschen parallel zueinander. So. Gut, dann haben wir hier mal das Signal, das haben wir auch. Dann würde ich sagen, hier ist ein längeres Tunnel. Es gibt da unten mal einen Block. Hier bei Tunnelausfahrt gibt es einen Block hin. Geht es hier über die Brücke. Da können wir gleich das nächste machen. Hier das nächste. Geht es hier über die Brücke. Dann machen wir hier drüben noch eins. Vorne. Hier wieder vor der Brücke. Machen wir hier unten das nächste. Da haben wir das Portal, dann machen wir es hier. Hier wieder vor der Brücke. Hier gleich noch im Wald vor dem Portal. Das ist glaube ich wieder ein relativ langes Tunnel. Da machen wir in der Mitte noch einen Block hin. Hier richtig? Ja, die sind richtig. Gibt es hier vorne das nächste. Irgendwie so bei der da unten. Dann will ich hier mal auf der Brücke eins hinsetzen. Hier vorne, bevor es in den Wald reingeht. Oder danach, wenn man vor der anderen Richtung schaut. Dann hier, bevor man über Stuttgart fahren mit dem Zug. Wir können hier auch noch eins hinstellen. So schön oben auf dem Hügelchen. Ist hier noch ein Signal. Jetzt das nächste. Hier in der, auf der Höhe des Bauernhofs. Ja. Ich will jetzt mal machen es hier mal über dem Bahnhof. Ich hoffe, ich kriege es hin. Ja, so, jetzt ist es auf der Brücke. Das nächste kommt hier unten. Aber es sollte von den Signalen her mal reichen soweit. Gut. Ja, dann fehlen hier eigentlich nur noch die Züge, also respektive der Zug. Und warum nicht gleich. Die Linie fehlt sogar noch. Die wäre nämlich von da oben, von hier, nach da unten, hier hin. Das ist ganz einfach. Personen, Fernzug, Zürich, St. Gallen 250
machen das mal in Klammern. 52 km/h. Dann wissen wir auch, die Strecke ist für 52 ausgelegt. Ja, jetzt hier den Zug kaufen. Den wir hier noch benötigen. Deutsches Depot, das hier brauche ich. Jetzt machen wir wahrscheinlich eine Sicherheitsspeicherung, damit ich nicht weiß, ob der Giruno so sauber funktioniert, wie er soll. Eigentlich ist es ja so, dass die Linie eigentlich auch relativ gut funktionieren sollte. So wie eigentlich Genf. Bitte danke schön und Züge kaufen. Wir nehmen für die Strecke mal einen Zug. Es ist zwar eine relativ lange Strecke. Ich denke, ein Zug sollte da mal reichen. Oh, ich sehe gerade, ich glaube, wir haben hier gar keinen Strom. Das kann hier also gar nicht funktionieren. Come on. Depot. Dauert wieder mal Ewigkeiten, bis das kommt. Mal schauen, ich kann das glaube ich nicht elektrifizieren. Geht nicht. Ich kann hier auch keine Elektrifizierung auswählen. Okay, dann ist das Depot wohl gestorben. Das heißt, wir müssen hier wohl oder übel noch ein Depot irgendwo hinstellen. Ja, ich würde vorschlagen, das machen wir in der nächsten Folge bei Transportfieber. Die Folge von morgen. Ich suche gerade einen Zug. Hier hinten haben wir einen. Ja. Dann sage ich hier mal an der Stelle Tschüss und hoffentlich seid ihr morgen auch wieder mit dabei. Dann kaufen wir den Giruno und werden hier noch mitfahren. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen und das hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Tschüss!